Wir haben eine Energiekrise, wir haben weltweit unglaublich ambitionierte Klimaschutzziele. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch wieder einen Windenergieboom. Gleichzeitig liegen die Aktien von den Herstellern von Windkraftwerken aber am Boden. Man könnte also einsteigen zu sehr niedrigen Kursen und das wirkt auch absolut verlockend. Aber wo steht dieser Sektor wirklich? Was hat er für Probleme und wie sind jetzt die Aussichten? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Neue Windkraftinstallationen. Was kommt da auf uns zu? Das große süddeutsche Volkserziehungsorgan, das schreibt hier schon mal zur Einstimmung. Es wird Zeit, dass Windräder als schick gelten. Sowas schreiben natürlich meistens Leute, die da, wo sie wohnen, genau wissen, sie werden selber nie ein Windrad vor der Haustür haben. Und auch so Dinge wie, dass man jetzt die Schönheit von Landschaften schützen will oder sowas, das können die auch nicht nachvollziehen. Das ist provinziell, das ist ewig gestrig und natürlich auch irgendwie uncool. Auf der anderen Seite, wir haben selbstverständlich den Klimawandel und wir haben jetzt auch noch eine echte Energiekrise. Das Ganze ist also wirklich ein Dilemma. Und die Politik hat jedenfalls auch den erklärten Willen, dass alternative Energien jetzt massiv ausgebaut werden. Und es geht ja nicht nur um den Strom, den wir verbrauchen, es geht ja auch um die komplette Elektrifizierung des Autoverkehrs zum Beispiel. In der EU Verbrennerverbot ab 2035 von Neuwagen und dann ja mittlerweile auch noch milliardenschwere Wasserstoffprogramme und sowas. Das heißt, wenn man das alles im Ansatz auch nur ernst nimmt, was da beschlossen worden ist jetzt, dann ist ein enormer Ausbau der Alternativen Energien unausweichlich. Und jetzt, wo wir eigentlich auch noch russisches Gas ersetzen müssten, ist Polen sowieso offen, da gibt es überhaupt kein Halten mehr. Was für den Anleger auch eigentlich heißen müsste, jetzt nichts wie rein in die entsprechenden Aktien, vor allem in die der großen Windkraftanlagenbauer, solange es noch nicht zu spät ist, sollte man meinen. Tatsächlich ist es aber so, diese Aktien liegen am Boden und den Unternehmen geht's dreckig, so dreckig wie selten zuvor. Kaufchance, ja oder nein? Es gibt viele Ideen für die alternative Energieproduktion, aber was sich eben durchgesetzt hat bis jetzt, das sind hauptsächlich Sonnenenergie und Windenergie. Die sind inzwischen auch wettbewerbsfähig. Hier haben wir eine Grafik von der Fed Dallas. Das sind in den USA die durchschnittlichen Produktionskosten in Dollar pro Megawattstunde seit 2009. Gelb ist Kernenergie, die ist relativ teuer, hohe Auflagen, hohe Investitionen und wird speziell in den USA sogar eher noch teurer jetzt. Kohle in hellblau auch nicht ganz billig, deutlich günstiger dagegen in grau. Die Erdgasverstromung in kombinierten Kraftwerken, also Gasturbine plus Dampfturbine. Aber am günstigsten sind inzwischen wirklich die beiden alternativen Energieträger Sonne und Wind. Und das ist der Stand von Ende 2021. Jetzt sind sie wahrscheinlich relativ zu den anderen sogar noch günstiger. Solarstrom in Grün kommt ganz weit oben von den Kosten. Solarzellen waren mal extrem teuer, haben sich aber stark verbilligt. Und damit ist Sonnenenergie aus Photovoltaik jetzt sogar noch ein bisschen günstiger als Windenergie. Hat aber nach wie vor das Problem, dass die Sonne eben nicht gleichmäßig scheint. Dieses Problem haben auch die Chinesen noch nicht gelöst. Und sie ist darum eben auch nur dann besonders günstig, wenn sie auch genau dann verbraucht wird, die Sonnenenergie, wenn man sie eben auch produziert. Sonst ist das Ganze eine Milchmädchenrechnung. Und das hat man bei der Windenergie eben nicht in dem Maße. Die ist halbwegs stetig und sie ist umso stetiger, auch je monströser die Anlagen sind, die man da baut. Und darum ist sie eben auch in so gut wie allen Konzepten und Planungen in der Politik und bei den Versorgern und bei den Investoren ein ganz zentraler Eckpfeiler für die Energiewende.
Ist aber natürlich auch alles nicht neu und kombiniert damit, dass sowieso ja jeder nur noch klimafreundliche Aktien haben will, da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Aktien der Windradhersteller schon lang durch die Decke gegangen sind. Das stimmt aber nur bedingt. Hier haben wir zum Beispiel Vestas Wind Systems aus Dänemark. Das ist der weltgrößte Windkraftanlagenhersteller. Das ist der 5-Jahres-Chart. Und es hat eine Rallye gegeben im berühmten Corona-Jahr 2020. Das war es dann aber auch. Anfang 2021, da war das Hoch dann schon erreicht und inzwischen sind sie wieder eingebrochen um ziemlich genau 50%. Und auch der Ukraine-Krieg und der damit verbundene Anstieg der Öl- und Gaspreise, der hat dem Kurs nicht geholfen, beziehungsweise der hat nur vorübergehend geholfen. Und jetzt sind wir schon wieder unter dem Niveau vor dem russischen Angriff. Und das ist aber noch relativ gut. Siemens Energy, die sind breiter aufgestellt, haben aber eben auch eine große Windenergietochter. Die sind erst 2020 an die Börse gegangen und da war dann der Einbruch vom Hoch 2021 in der Spitze sogar bei mehr als 60%. Und hier haben wir noch die Windenergiesparte von denen. Siemens Gamesa ist entstanden aus dem Zusammenschluss von Gamesa aus Spanien mit dem Windenergiebereich eben von Siemens. Ist das gleiche Muster vom hohen Absturz hier sogar um fast 70%. Und dann natürlich noch Nordex, das Schrecken des Kleinanlegers, der gedacht hat, er investiert hier in was das Zukunft hat. Einbruch vom Hoch um fast 80%, inzwischen 4 Jahre hintereinander auch rote Zahlen. Und dann eben auch noch die Kapitalerhöhungen 2021 um 585 Millionen Euro, dieses Jahr Ende Juni um 139 Millionen Euro und nochmal 2 Wochen später dann nochmal um 212 Millionen Euro. Hört sich nicht gerade an nach einer tollen Wachstumsbranche. Und international ist es jetzt auch nicht viel anders. General Electric ist auch breiter gefächert, hat auch noch einen Luftfahrtbereich und einen Medizintechnikbereich, hat aber eben auch eine sehr große Windenergiesparte und die zieht den Konzern schon seit Jahren mit runter. Ist auch kein schöner Anblick. Und vielleicht kann sich noch jemand an die Image-Kampagne erinnern von General Electric vor ein paar Jahren. Wir sind das GE in Gewissen. Zum Beispiel. Und das Gewissen ist da selbstverständlich unterlegt worden mit einer Windkraftanlage. Aber auch so Dinge wie, wir sind das GE in Geldfluss. Auch das ist versprochen worden und es hat damals noch viele andere Motive gegeben. Was es nicht gegeben hat, war, wir sind das GE in Gelaber. Weil bis jetzt war das Ganze natürlich ein furchtbares Trauerspiel. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Regel. Xinjiang Goldwind zum Beispiel aus China, eine sehr gute Marktposition da, seit vielen Jahren profitabel und dadurch natürlich auch eine ganz andere Kursentwicklung. Das ist hier auch in Euro. Der Windmarkt in China ist aber auch ein ganz anderes Thema und ist auch eine ganz andere Hausnummer, mal nebenbei gesagt. Und darum werde ich den extra behandeln, demnächst in einem eigenen Video auch. Ist hier auch ein kleiner Anreiz für Sie, dass Sie meinen Kanal abonnieren, endlich mal, dass Sie dabei auch auf die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung dann, wenn neue Videos da sind, dann sehen Sie nämlich auch gleich, wenn Beiträge da sind für Sie, für die Sie sich dann eben interessieren auch. Aber mal abgesehen von China, was ist denn los mit der Windkraftbranche? Ein Problem sind Lieferketten und hohe Rohstoffpreise, das ist Pech, dafür kann keiner was und das bringt zurzeit die Margen stark unter Druck. Es ist aber auch was, das irgendwann wahrscheinlich hoffentlich auch mal wieder weniger schlimm wird, würde ich sagen. Und die Preise für die Anlagen, die die jetzt bauen und die die jetzt fertigstellen, die kann man sehr wahrscheinlich eben nicht mehr neu verhandeln, aber offensichtlich, was man so hört, werden eben die neuen Preise, die jetzt verhandelt werden, auch schon deutlich angehoben. Uns ist auch was, das die ganze Branche betrifft. Ich vermute, dass wir das zum Teil zumindest in der Zukunft auch eher wieder weiterreichen können an die Kunden.
Und es gibt aber noch ein anderes Problem. Nehmen wir mal Deutschland. Deutschland, der Vorreiter, der ja seit Jahrzehnten mit Inbrunst Klimaziele vertritt, dass es einem eigentlich den Atem verschlägt. Das ist der deutsche Zubau an Windenergieleistung in Megawatt seit 2014. Ich habe die Daten vom Handelsblatt. Am Anfang war das ziemlich viel und 2017 dann sogar nochmal ein neuer Rekordwert. Und dann aber ab 2018 klappt alles zusammen. 2019 dann weniger als ein Viertel von 2017 und die Erholung seitdem auch nur ganz langsam. Das soll heißen, Kyoto-Protokoll, Pariser Abkommen, Glasgow und die vielen, vielen Bekenntnisse, das springt einem da jetzt nicht sofort gleich ins Auge. Es ist nämlich immer weniger geworden. Die alte Bundesregierung hat Folgendes gemacht damals. Sie hat den Zubau gedeckelt auf 2800 Megawatt pro Jahr ab 2018, wobei das ja auch bei Weitem dann nicht erreicht worden ist. Sie hat nämlich Angst gekriegt, dass Strom in Deutschland noch teurer wird. Deutschland, sagt man, hat seit Jahren den höchsten Strompreis der Welt. Die Aussage ist umstritten und es gibt sehr wahrscheinlich auch Gegenden, wo er noch höher ist. Also Nordalaska könnte ich mir denken oder irgendwo auf den Fidschis. Und dann hat die Regierung damals aber noch was ganz Fieses gemacht. Sie hat Wettbewerb eingeführt bei den Ausschreibungen für die Projekte und sowas bei uns und eben nicht mehr die hohen Festvergütungen. Und das hat die Branche, die eben auch schon ziemlich verwöhnt war, würde ich sagen, auch hart getroffen. Und dann haben wir natürlich auch noch die vielbeschworenen bürokratischen Verfahren und bürokratischen Hemmnisse, die jetzt die neue Regierung ja radikal abbauen will mit dem Wind-an-Land-Gesetz und mit den berüchtigten neuen Abstandsregelungen. Wir haben in anderen Ländern diesen kompletten Markteinbruch so nicht gehabt. Es ist schon einiges gebaut worden weltweit, aber eben trotzdem auch nicht so viel, wie erwartet worden ist ursprünglich. Und die Hersteller, die haben sich schon verschätzt und sie haben hohe Kapazitäten hochgezogen. Die haben sie nicht auslasten können. Und das ist eben auch ein Grund für die Kampfpreise, mit denen die sich gerade gegenseitig ruinieren. Der Sektor ist schon in der Krise und es kann dauern, bis man die überwunden hat und es wird wahrscheinlich erstmal auch noch schmerzhaft. Und Sie erinnern sich sicher an die großen Reden, dass ja die erneuerbaren Energien bei uns ach so viele Arbeitsplätze schaffen werden. Das haben sie auch getan, erstmal. Aber jetzt baut auch die Windindustrie Arbeitsplätze ab. Siehe die Schließung von dem Vestag-Werk in der Lausitz oder von dem Nordex-Werk jetzt auch in Rostock. Insgesamt hat der Sektor seit 2016 in Deutschland 60.000 Arbeitsplätze abgebaut, nicht geschaffen. Das war der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2021. Wir verbrauchen ja nicht nur Strom, wir fahren ja auch Auto und wir heizen und wir fliegen und wir haben eine Industrie und einen Dienstleistungssektor. Der Gesamtenergieverbrauch bei uns ist immer noch zu fast 60% Öl und Gas. Und der Anteil von den alternativen Energien, das waren 15,9%, davon 30% Windenergie, das wären dann 4,8%. Das ist auch nicht wenig. Aber wenn diese ganzen Klimaschutzpläne und Bekenntnisse irgendeinen realen Kern haben sollten, dann muss man die übrigen 84% unerwünschte Energiequellen natürlich auch noch ersetzen. Und dazu bräuchte man einen Ausbau der Erneuerbaren in einem Maß, das kann sich heute kaum einer vorstellen und nicht nur bei uns. Und insofern halte ich es eben schon für denkbar, dass die Windenergie in den nächsten Jahren doch noch mal einen Schub bekommt und dass sie ihre Strukturprobleme auch lösen kann, zumindest zu einem gewissen Teil. Und darum sehe ich die Aktien von denen langfristig auch positiver, als es viele andere tun. Aber wie gesagt, bis dahin kann es auch noch mal schmerzhaft werden. Und erstmal sind sie auch alle spekulativ. Siemens Gamesa, das ist ein Sonderfall, weil da gibt es eben ein Übernahmeangebot von der Konzernmutter von Siemens Energy von 18,05 € pro Aktie. Das heißt, da ist die Aktie jetzt erstmal festgenagelt. Und bei Siemens Energy dann, da gibt es die Hoffnung, dass sie, wenn sie Gamesa dann mal voll übernommen haben werden,
dass sie da auch den Turnaround schaffen. Und da hat der Chef aber eben auch leider schon gesagt, das kann noch Jahre dauern. Immerhin, die haben ja wenigstens auch noch ihr Kraftwerksgeschäft, das übrigens vor ein paar Jahren keiner mehr haben wollte. Und was man so hört, zum Beispiel ja auch die Turbinen für russische Gaspipelines, die sind ja im Moment auch wieder stark gefragt. Trotzdem, sie sind defizitär, das sind sie eigentlich auch alle und darum auch spekulativ. Nordex ganz besonders, die haben vielleicht das größte Potenzial, aber eben auch nur dann, wenn sich im ganzen Sektor die Lage wirklich nachhaltig verbessern sollte. Und wenn Sie sich aber nicht beherrschen können und wenn Sie sagen, Sie müssen heute noch eine Windkraftaktie kaufen, dann würde ich am ehesten Vestas kaufen. Vestas, der Marktführer, auch der hat Probleme, aber ich würde behaupten, der steht auch im Moment noch halbwegs gut da und die Margen waren da auch deutlich besser zuletzt als bei Nordex zum Beispiel. General Electric ist auch in einer Sondersituation durch die geplante Aufspaltung in drei Teile und das ist schon auch interessant. Das sollte man auch beobachten, aber man muss nicht unbedingt jetzt schon einsteigen da. Und das gilt eigentlich für den gesamten Sektor, würde ich sagen. Das Potenzial ist da, meiner Meinung nach, auf lange Sicht, aber es eilt nicht. Sie haben Zeit, die Kurse sind wirklich sehr niedrig, da kann man auch noch ein bisschen abwarten und eben schauen, ob man noch mehr Anzeichen kriegt für eine Stabilisierung im Sektor. Ich glaube oder ich befürchte, die Politik und die Klimaziele, die sie ausgerufen hat, die wird sie nicht erreichen. Weltweit, sie wird da krachend scheitern. In den USA zum Beispiel, einer der größten CO2-Produzenten, da hat Joe Biden gerade eine schwere Niederlage erlitten. Der oberste Gerichtshof hat ihm untersagt, dass er den Kraftwerken den CO2-Ausstoß vorgibt. Das kann er nicht ohne den Kongress und den hat er aber eigentlich nicht hinter sich. Jetzt denkt er darüber nach, ob er den Klimanotstand ausruft, so wie das ja auch einige deutsche Städte schon gemacht haben, mit großem Trara vor ein paar Jahren. Und da kriegen jetzt bestimmt auch die Rathäuser und die Bauhöfe bald auch mal eine Dachbegrünung oder sowas. Aber insgesamt ist sich die Politik meiner Meinung nach nicht im Ansatz dessen bewusst, was sie da gerade vorhat und was sie sich da gerade vorgenommen hat und auch wie das konkret gehen soll. Aber die Windenergie wird wahrscheinlich trotzdem einen Schub kriegen. Das Global Wind Energy Council geht davon aus, dass es bis 2026 jetzt pro Jahr 93.300 Megawatt an Zubau geben wird pro Jahr weltweit. Das wären dann insgesamt 466.000 Megawatt oder 466 Gigawatt. Allerdings davon nur 47 Gigawatt in Nordamerika, nur 27 in Lateinamerika und auch nur 88 in Europa. Der allergrößte Teil, nämlich 249 Gigawatt, der wird für China erwartet. China, der große Umweltsünder, wird mit Abstand die meiste Windkraftkapazität hochziehen, so wie es in den letzten Jahren auch schon war. 2021 hat China 80% der gesamten globalen neuen Windenergieleistung installiert. Darum müssen wir uns eben den chinesischen Windsektor hier auch mal natürlich genauer anschauen demnächst. Und wie gesagt, als Kanalabonnent, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dieses Video dann auch mitkriegen, um einiges höher. Und dann habe ich noch was für Sie, nämlich unseren nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Auch da geht es um China und da stellen wir Ihnen mal die chinesischen Bieraktien vor, die sich übrigens hervorragend gehalten haben, auch in der großen China-Aktienkorrektur 2021 und Anfang 2022. Bier, das ist einfach ein richtig schönes Sommerthema, es ist auch viel weniger umstritten als die Windkraft und auch in China gibt es trockene Kehlen und die trinken pro Jahr ungefähr 38 Milliarden Liter. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.